Dichtes Gedränge und Kreischalarm am roten Teppich im Sony Center. Denn zwei internationale Superstars kamen, um ihre neuesten Streifen zu präsentieren. Adam Sandler und Drew Barrymore. In Urlaubsreif sind die beiden 10 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Film 50 erste Dates wieder auf der Leinwand zu sehen. Ich glaube, dass es derzeit kein besseres Paar auf der Leinwand gibt. Ich als Regisseur darf mich sehr glücklich schätzen, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Dass zwischen den beiden Schauspielern die Chemie auch abseits des Filmsets stimmt, war am Montagabend deutlich zu spüren. Laut Adam Sandler gibt es auch einen ganz bestimmten Grund für ihre gute Freundschaft. Ich glaube, dass Drew und ich uns so gut verstehen, liegt daran, dass wir nie ein Paar waren und uns gestritten haben. Wir standen uns immer zur Seite. Sie versteht sich super mit meiner Frau und ich mit ihrem Mann. Vor der Kamera sind Sandler und Barrymore aber ein absolutes Traumpaar. Obwohl der Anfang des Films etwas ganz anderes vermuten lässt. Denn die beiden alleinerziehenden Eltern lernen sich bei einem Blind Date kennen. Das geht gründlich in die Hose. Wer macht denn so scharfe Soßen? Und dann trinkst du auch noch mein Bier? Kannst du mir Wasser besorgen? Hier, französische Zwiebelsuppe. Bei einem Afrika-Urlaub laufen sie sich zufällig wieder über den Weg und müssen sich sogar eine Hotelsuite teilen. Das ist obercool, Mom. Was macht der denn hier? Red nicht so mit meinem Dad, du Pissnäcke. Diese Ausdrücke. Sie darf Pissnäcke sagen, wenn sie will. Pissnäcke, Pissnäcke. Du nicht. Sind Sie bereit für die romantischste Woche Ihres ganzen Lebens? Ist es hier nicht fantastisch? Wow, und jetzt nur mit einer Hand! Sachte, Kumpel! Sachte! Wow! Nashorn! Ah! Oh mein Gott! Schweiz die Beine! Ah! Yeah! Im echten Leben hat Drew Barrymore hingegen nie einen Horrorurlaub erlebt. Eine Sache, auf die ich wirklich Wert lege, ist das Reisen, vor allem mit Freunden. Ich mag meinen jährlichen Mädelstrip, aber ich verreise auch gerne mit meiner Tochter. Bei wem wir jetzt das Interesse für Urlaubsreif geweckt haben, der sollte beim Kinobesuch aufpassen, denn der Film strapaziert die Lachmuskeln. Und das ganz schön ordentlich.